So, hallo erstmal. Willkommen zurück zu Mother Gunship Forge. Von den Entwicklern von Tower of Guns, was ich auf dem PC ziemlich oft gespielt habe. Auch so ein Roguelike-Shooter mit coolen Waffen. Aber das hier ist echt noch eine Schippe drauf. 20 Euro sind eine Menge Geld für einen Wave-Shooter. Aber für einen Wave-Shooter hat das Spiel echt viel Fleisch auf dem Knochen. Oh, Multiplayer gibt's auch. Das wusste ich gar nicht. Ich mache erstmal für euch die Lautstärke ein bisschen runter. Oh, hier kann man ja alles. Optionen gibt's ausreichend. Gut, mein Fortschritt. Also das sind die Waffenteile, die ich schon freigeschaltet hatte. Schwerer Blaster, Flinte, Chaingun, Pizzawerfer, Laser. Hier ist 5% habe ich schon Progress. Bin jetzt Level 2, habe 1474 von diesen Edelsteinen eingesammelt. Hab's noch nie durchgespielt. Waffenteile habe ich 20 von 115, also gibt es noch genug zu sammeln hier. Das sind meine letzten Durchläufe. Das war der letzte, bin ich bis Level 15 gekommen. Wird auch alles gut erklärt, also wenn man hier rüber zieht. Ist echt gut gemacht. Also es wirkt schon ziemlich polished, das Spiel. Auch von der Grafik her. Ist zwar relativ schlicht, also mehr so im Stil wie auch Space Pirate Trainer, abgerocktes Sci-Fi, aber hier nette Effekte wie diese glänzenden Reflektionen hier auf dem Linoleum. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Hier kann man jetzt Perks auswählen, also Rekrutenmodus, weniger Gegner, schwächere Gegner. Aber das brauchen wir nicht, wir sind ja schon groß. Also machen wir mal die normale Einschiffung. Schönes Wort. Jetzt kann ich mir am Anfang ein Waffenteil mit der A-Taste hier aussuchen. Kann ich mir angucken, Verbindung spitz. Das heißt, ein Ausgang, drei Eingänge. Kann man eine Waffe richtig aufleveln. Verbindung L ist mir zu kompliziert. Nehmen wir die. Nehme ich mit der linken Hand, dann kann ich sie an der rechten Waffe hantieren. Das gelbe ist der Ausgang. Ne, andersrum. So rum. Genau, ein Ausgang und zwei für Erweiterung. Juhu, ich darf mir noch was aussuchen. Schwerer Blaster, ist ein sehr langsames Projektil, aber stark. Oder Laser. Wir nehmen den Blaster. So. Brauchbar aus. Jetzt hält man hier drauf, dann kann man sich die nächste Tür aussuchen. Hier haben wir nur die Ball von einem. Ja, wenn wir die alle ausschalten. Ich kann auch schlagen. Das erinnert echt stark an Space Pirate Trainer. Muss ich auch nicht, man muss hier nicht laufen oder so, man muss wirklich nur schießen und ausweichen. So, Wave Shooter passt schon, Beschreibung. Auch wenn es meiner Meinung nach dem nicht gerecht wird. Also normale Wave Shooter sind deutlich simpler. Abgewählt, ja. 30% Schaden, 100% plus Geschwindigkeit, Stabilisator. Die Streuung bei uns ist ganz in Ordnung. Also hauen wir hier einen Kaffeebehälter dran. Hier ist Kaffee drin. Schieß doch. Wenn man Bescheid weiß. Sehr gut. Jetzt kann ich mir aussuchen. Ein Fertigungsupgrade oder mehr Geld. Nehmen wir Fertigungsupgrade. Da kann ich gleich, wie ich das geschafft habe, kann ich meine Waffe aufrüsten. Ein Waffenteil. Kaffeebecher laufen gut hier.
Bullet Hell ein bisschen wenig Projektile unterwegs sind, aber das ändert sich bestimmt später. Ich kann mich dann noch an Tower of Doom, Tower of Guns erinnern. So, jetzt kann ich einen Teil aufrüsten, da ich nur die Waffe habe, kann ich jetzt einen schweren Blaster aufrüsten. Die Aufladenzeit ist 20% kürzer oder Geschwindigkeit ist höher und Geschwindigkeit oder Schaden oder Aufladen. Geschwindigkeit, so. So, dran geklatscht. Weiter geht's. Das ist anscheinend schwerer. Zwei Waffenteile gibt es dafür, wenn man das schafft. Ist dann aber auch schwerer. Nahkampf. Kaputt hauen. Nehme ich lieber was für die linke Hand. Shotgun für die linke Hand. Ach, zwei Belohnungen, sehr gut. Stabilisator. Kann ich das hier abbauen? Gar nicht dran. Na, okay, baue ich hier dran. Bleibt die Flinte so. Gut. Look, don't get discouraged. We still keep that purple stuff, even when you blow up. Okay. Also das Waffenteil Flinte. What are you going to call that purple stuff this time? What purple stuff? The purple stuff? The scrap that the recruit has been collecting for us to send back to command? Oh, that's just called purple stuff. Everyone knows that. Recruit, hop to it. Okay, keiner weiß, wofür das lila Zeug gut ist.
Okay. Und jetzt nochmal rein. Und so ist der Gameplay, du. Mir gefällt's. Genug spitz. Okay, jetzt kann ich mir einen Pizzawerfer. Nehmen wir einen Pizzawerfer. Zack. Der schießt schöne Sägeblätter. Langsam, aber hart. Einmal XP oder Fertigungs-Upgrade. Fertigungs-Upgrade. Nachladen, Geschwindigkeit von Projektil 20%, ja, sehr hervorragend. Zeug. Okay, und jetzt doch schon andere Gegner im ersten Durchgang.
Fäuste. Okay. Gehen wir mal in den Shop. Shops gibt es ja auch. Manchmal. Der. Kostet 10 Münzen, 10 haben wir. Energie sieht auch gut aus. Können wir uns leisten, ne? Keine Ahnung. Mal ausprobieren. Das ist echt cool mit dem Waffenbasteln. Sehr gut. Give up? I've got a lot of money riding on you. You all are betting on this? Why, you want in, lady? Hey, recruit, feel free to give up any run now. Sehr gut. Okay. Hi there. Einen Durchgang machen wir noch. Richtig gut. Also ich kann es nur empfehlen. Wer auf Wave Shooter steht und auf Story und rumlaufen und erkunden verzichten kann, kann auch die 20 Euro ruhigen Gewissens investieren. Was ist das? Granatwerfer, schwerer Blaster. Munition, Flinte. Flinte. So, einkaufen, aufleveln oder Medizin. Wie sieht's aus? Thank you.
Dank. Verschlossene Türen. Was? Verschlossene Türen? Wusste ich gar nicht. Stabilisator, Streuung, 15%. Ja, das brauchen wir doch hier drin. Scheiße, können wir gar nicht. Naja, brauchen wir da rein. Energie brauchen wir. Take so much damage. Keep an eye on that meter thing on your wrist and watch for green health pickups. Okay, einkaufen. Gibt's mir schnelle Flinte. Schlüsselaufsatz. Was ich gerade verbinde. Ich sehe Lebehälter. Disappointing me? You actually ended up not disappointing me, kid. Will you all stop betting on this? Try and be encouraging. Sehr schön. All right, recruit. Me and the boys, we got together and got a little gift for you. We'll give you 3 more scrap runs against the mother gunship, and then we'll give you the surprise.
What are you talking about? I didn't pitch in for nothing. That's right. Wins or losses, just focus on getting three more runs in. Drei neue Durchläufe. Ja, aber nicht jetzt. Die Quest ist leider alle. Wäre die Quest nicht alle, würde ich jetzt weiterspielen. Also das ist eins der wenigen Spiele, was mich wirklich vom ersten Moment an reingesogen hat. Also das ist echt top-notch Arcade Action hier. Gefällt mir richtig gut. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Da wird bestimmt noch mehr Content von mir kommen. Das werde ich auf jeden Fall durchspielen. Das gefällt mir. Haut rein. Tschö. Yeah.